Tja, Freunde, und dann würde ich sagen, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von, Kurzvideo von BMIK. Oh, hier die ganzen Teekannen. Kleines Kaffee hier um die Ecke. Geil, auf dem Dorf ist das einfach geil hier. Laufen die mit den Pferden auf der Straße rum. Ich bin mal wieder absolut begeistert, seitdem das jetzt ja, so 16, 18 Grad warm ist hier draußen. Die Sonne rauskommt. Habe ich teilweise einen Verbrauch auf 100 Kilometer von knapp über 4 Liter. Also so 4,5. Ich meine, sie wird jetzt auf der Internetseite wird die mit 4,9 Litern angegeben. Früher 4,5. Aber das hat Honda wohl geändert. Wird jetzt mit 4,9 Litern angegeben. Naja, und 4,5 Liter auf 100, die habe ich ja auch, als das noch so kalt war, die habe ich ja eigentlich immer erreicht. 4,4, 4,5. Ja, und jetzt mittlerweile, wenn ich so in der Stadt rumfahre und so ganz, ganz gechillt über Land, nicht wie hier, wo ich dann ab und zu mal Gas geben kann zur Küste, dann habe ich echt einen Verbrauch von 4,2 Liter, oder ich habe sogar schon zeitweise geschafft, auf 3,9 Liter zu kommen, wenn ich wirklich so da nur am Standgas rumroll. Das ist der absolute Hammer, wie wenig die Maschine braucht. Naja, und überprüft habe ich das natürlich auch, ob das überhaupt stimmt, ne? Gestern zum Beispiel hatte ich auch einen Verbrauch von 4,3 Liter oder sowas. Teilweise hat er nur 4,2 Liter angezeigt. Ja, und ich bin gestern tanken gefahren und hatte genau 200 Kilometer runter an die Tankstelle und habe dann 8,48 Liter getankt. Also praktisch 8,5 Liter habe ich für 200 Kilometer gebraucht. Und das ist, ich finde das Wahnsinn. Das sind 4,25 Liter auf 100 Kilometer. Also 4,2, 4,3 Liter hat er mir angezeigt. Und das ist auch das, was ich tatsächlich gebraucht habe. Also stimmt natürlich die Anzeige. Ah, genau. Von dem, was mir der Durchschnittsverbrauch hier anzeigt. Ja, das war es eigentlich mit dem Kurzvideo. Würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl.